Hey Leute, hier ist eure Bora. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr den Asia-Mod für das Spiel 7 Days to Die trotz der Alpha 21 spielen könnt, da ihr für diesen Mod leider die Alpha 20 benötigt. Das heißt, am Ende des Videos könnt ihr sowohl den Asia-Mod separat spielen, aber auch neueste Spiele auf Servern oder lokal auf eurem Rechner mit der Alpha 21. So sieht das Ganze dann nachher aus. Hört sich komplizierter an, als es ist. Von daher, auf geht's. Wir starten hier in der Ausgangssituation, dass ihr bei Steam seid. Ihr seht, ihr habt sehr wahrscheinlich die aktuellste Version. Es ist derzeit die Alpha 21.2 und ihr wollt den Asia-Mod spielen. Den kann man leider aktuell nur mit der Alpha 20 Version spielen. Das heißt, das ist entsprechend nicht kompatibel. Ich habe es auch mal ausprobiert. Die Installation funktioniert ja zwar, aber das Spiel ist nicht spielbar. Also es startet gar nicht erst und bricht ab. Also es wird nicht funktionieren, könnt ihr euch die Versuche sparen. Ihr müsst auf die Alpha 20 downgraden. Das heißt, wir machen hier einen Rechtsklick, gehen auf Eigenschaften, suchen uns die Betas aus und wählen dann die letzte 20er Version, das ist die 20.7 Stable. Und dann, siehe da, sollte er eigentlich sofort anfangen mit dem Update, das jetzt beginnt. Und wir sehen uns, wenn das Update fertig ist. So, geschafft. Nachdem ihr das Ganze runtergeladen habt, rate ich euch tatsächlich nochmal die Dateien auf Fehler zu überprüfen. Genau, hier Dateien auf Fehler zu überprüfen, damit wir wirklich eine fehlerfreie Version haben und es bei der Installation des Mods da nicht irgendwie zu Problemen kommt. So, auch das war jetzt in dem Sinne erfolgreich. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht es quasi in euer Heimverzeichnis, um ja, den Ordner einmal zu kopieren. Das geht am einfachsten, wenn ihr hier oben auf Durchsuchen klickt. Ihr seht aber auch hier, bei mir ist es unter Spiele F. Aber einfach hier draufklicken, das reicht. Dann öffnet sich ein Ordner. Genau. Na, und dann seht ihr hier Steam, also Spiel F, Steam, Steam Apps, Common. Das ist der Pfad zu euren Spielen. Und bei mir ist es hier 7 Days. Den kopiert ihr euch und packt den ja, dahin, wo ihr ihn wiederfindet. Ich empfehle immer nicht in das eigentliche, wie sagt man, Verzeichnis, wo ihr eure anderen Spiele habt, sondern wirklich einen anderen Ort. Dann kommt man da nicht durcheinander. Ich mache das hier in dem Fall hier hin. Fügt das hier ein. So, und jetzt habt ihr quasi hier eine Kopie eures 7 Days to Die Verzeichnisordners der Alpha 20. Damit ihr aber auch wisst, was das hier ist, das soll ja unser Asia-Mod werden, beschriften wir das hier auch, dass ihr das auch in einem Monat oder so noch wiederfindet und wisst, ah ja, genau das war's. Klicken hier rein und erstellen hier einen neuen Ordner Mods. Mehr erstmal nicht. So, jetzt reden wir die ganze Zeit von dem Asia-Mod. Wo kriegen wir den denn her? Und zwar geht ihr hier entsprechend auf, machen wir Home-Verzeichnis, genau, 7daystodiemods.com, das hier oben. Das gebt ihr ein und dann kommt ihr hier auf diese Seite und scrollt ein bisschen runter. Ihr könnt das hier unten suchen. Hier gibt es auch ganz viele andere Mods, aber ihr könnt, damit es hier am schnellsten geht, einfach ins Suchfeld Asia Mod oder Asia eingeben und da gibt es auch nicht so viel zur Auswahl. Das heißt, es ist nur der. Könnt ihr nichts falsch machen. Wie ihr seht, die letzte Version ist von März letzten Jahres, also März 23. Ist einfach so ein bisschen dem geschuldet, ist nur mal ein privates Projekt und ja, ist ja alles mit Zeit verbunden, Freizeit und ja, von daher weiß ich leider noch nicht, wann da das nächste Update rauskommt. Deswegen dachte ich, zeige ich es euch jetzt einfach. Und ihr klickt da drauf und dann, ja, seht ihr so ein paar erste Einblicke schon mal. So, was ist hier völlig anders. Ja, also, ist schon ganz interessant. Und scrollt runter, runter, runter. Hier seht ihr auch noch ein paar ja, Gameplay-Changes. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, wer will. Oder ihr lasst euch einfach überraschen. Ja, hier sind auch noch ein paar Patches. Genau, und dann scrollt ihr ungefähr so bis zur Hälfte runter. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Und hier unten ist ein Download-Link. Da klickt ihr drauf. Und dann habt ihr hier quasi das Verzeichnis, diesen Mods-Ordner, den brauchen wir. Ne, hier sind auch noch so ein paar Infos. Lest euch das wirklich ruhig mal durch, um schon mal so ein bisschen Gefühl zu kriegen, was der Asia-Mod eigentlich bedeutet an Änderungen. Die sind gar nicht so gering. Und dann klickt ihr hier einfach drauf und dann seht ihr diese beiden
ja, Unterordner sind in diesem Mods-Ordner enthalten. Könnt ihr draufklicken, Download als ZIP. Und dann habt ihr hinterher so eine ZIP-Datei. Die öffnet ihr und kopiert diese beiden Ordner, so wie sie sind, in den von uns erstellten vorhin Mods-Ordner. Das entpackt ihr quasi da rein. Und dann war es das auch schon. Das heißt, dadurch, dass wir diesen Ordner ausgelagert haben, können wir den Asia-Mod mit der Alpha 20 ganz normal spielen und parallel Vanilla 7 Days mit der aktuellen Alpha 21 2 Version. Aber wir müssen natürlich noch vorher 7 Days wieder upgraden. Ja, weil aktuell ist es immer noch die Alpha 20, die wir haben. Das heißt, wir gehen hier wieder rein, klicken hier auf Launcher, deaktivieren Easy Anti-Cheat, starten das Ganze und das war's. Tada! Es hat funktioniert. Asia Mod für 7 Days to Die. Genau, dann macht ihr ein neues Spiel und da habt ihr die Auswahl zwischen zwei Karten. Also ich habe bisher einmal mit der kleinen Karte gespielt, ihr könnt aber auch die große 4K-Karte nehmen. Ja, und ansonsten habt ihr hier die Einstellungsmöglichkeiten, ganz normal wie in Vanilla auch. Ist jetzt nichts, ist auch nochmal alles erklärt, ist on Deutsch, also von daher sollte nicht das Problem sein. Gut, wir sehen hier oben auch, ne, Alpha 20 7 Asia Mod 2.0.42. Das ist also die aktuellste Version. Ihr könnt damit den Asia Mod spielen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch dann mal in einem anderen Video. Genau. Und wir haben ja jetzt noch, hatte ich ja vorhin gesagt, ne, die Alpha 20 7. Wie upgrade ich das Ganze? Eigentlich wieder so, wie wir es vorhin auch gemacht haben. Wir gehen hier auf Rechtsklick, Eigenschaften, dann hier Betas und klicken hier drauf. Und wer hätte es gedacht, er beginnt ein neues Update für das Upgrade auf die Alpha 21. Wenn ihr das gemacht habt, gleiches Spiel von vorne. Jetzt haben wir die Alpha 21 wieder. Überprüfen das Ganze nochmal auf Fehler. Oh, ich finde das immer nicht auf Anhieb hier. Damit, wenn ihr nachher die Alpha 21 spielen wollt, da auch keine Fehler oder dergleichen drin habt, kann man bei der Neuinstallation immer mal machen. So, das Ganze ist überprüft. Wir haben jetzt die Alpha 21 und ich nehme jetzt unseren Ordner. Bei mir war es ja Laufwerk G, wo ich den hingepackt habe, den Asia Mod. Starte das Spiel, nehme wieder Easy Anti-Cheat raus. Und ihr seht gleich, ihr könnt den Asia-Mod mit der Alpha 20 spielen, obwohl ihr jetzt die neue Alpha 21 habt. Tada! Wie ihr seht, funktioniert problemlos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen des Mods. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen bei der Installation und ich würde mich über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ja, abonniert auch gerne meinen Kanal, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, viel Spaß beim Spielen, eure Bora.